Na, doch nur noch nicht zu Ende des Kapitels. Alright, finally here. Gewehrmunition. It's night out. So there's nothing to see. Ketchup. Queen Zenobia Hotdog Stand. Ja, wäre ich mal nicht zur Mitte gelaufen, ey. Uiuiui, wo soll ich denn da hinschießen? Das sieht alles so. Da. Naja, du Fisch, du. Ey, ey, ey. Hilfe! What the hell is this thing? Look at it. How is it even alive? Oh, jetzt kommt wieder hier. Ja, hallo? Ich kann nicht mehr machen, wie zur Seite laufen. Aber ich könnte eine Granate werfen, die dem Viech anscheinend scheißegal ist. Ja, immer in den Rücken. Das Vieh braucht ja eine halbe Minute, um sich umzudrehen. Nicht boxen? Nee. Der ist auch irgendwie bewegungsfaul, ne? Steht da nur rum. Eieiei. Weg, 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 weg. Hier. Ein Präsent für... Oh, nachladen. Ja, es hat endlich genug. Direkt mal scannen. Pff, 7 Punkte für so ein fettes Vieh, ist ja auch irgendwie verarsche. Also ich kann es mehrmals scannen. Oder ist das ein Bug? Ja. Ja, wir wollen ja hier kein Bug-Using betreiben. So, und da vorne war doch... Genau. Ja, ja, wir gehen sofort zur Antenne. Nur nochmal Munitionskiste. Ja, ja, ja. Ich bin doch nur neu... gierig. Ah, die Schlüsselkarte. Da gab es ja so ein paar Orte, wo man die benutzen kann. Dieses eine Bild hier hoch. Unten im Keller. Also, ja, Keller, also da. Bei den ganzen Maschinen, Engine Rooms und so. Good to take in the fresh air. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Natürlich. I'll check the antenna's wiring. Schon wieder rumhacken. Okay.
Okay. So. Genau. I think that should do it. We'll give it a shot. I hope it works. Und sie drehen sich. Headquarters, do you read? O'Brien here. Are you two all right? Ah, Forkball. We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup and we fell for it. How do you know? What is it, boss? Say something. Just stay put. I've got an emergency call. No, wait. Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently, Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? Looks like somebody's found a Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss! Get us out of here! Sorry. But I can't authorize that. Okay, dann gehen wir eben drauf. Episode 6, Katze und Maus beendet. Und an dieser Stelle mache ich dann nochmal eine Aufnahmepause. Das waren jetzt schon 3,5 Stunden. Und ja, meine Festplatte wird langsam voll. Und Rang S? Nein. Weil wir gestorben sind, das gibt's doch nicht, also. Ja gut. Also an dieser Stelle ist dann erstmal vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss.